Yo Pandas und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Und ihr seht es schon im Hintergrund, heute spielen wir gegen Schalke 04 das erste Bundesligaspiel der Saison. Jawohl, wir spielen als erstes erstmal schön aus zu Hause, deswegen spielen wir auch schön im Heim- und dritten Trikot. Wir werden hier erstmal vollkommen durchrotieren. Leroy Sané darf natürlich spielen gegen seinen alten Verein, Martial darf spielen. Kimmich, Gaudino geht dafür mal mit Manquillo. Bernard darf heute von Anfang an spielen. Frey auch. Und Rocco und Rüdiger, ja, die spielen auch mal. Bürki darf auch mal sein erstes Spiel direkt mal spielen. Wir werden das dieses Jahr ein bisschen mehr durchrotieren. So ein bisschen wie bei Langerak und Butland. Dass wir da mal zwischen Bürki und Butland tauschen. Denn ich habe natürlich einen Kommentar bekommen, dass Bürki dafür, dass er natürlich nur auf der Bank sitzen wird, natürlich schon relativ teuer ist, aber dafür ist er ja gar nicht geplant. Er soll ja im Gegensatz zu Frey Martin mal wirklich sich so ein bisschen etablieren, so gesehen. Also sie sollen sich so ein bisschen die Stammplätze tauschen. So ein bisschen Ter Stegen und Bravo-Style, genau. Ja, und das wird heute der Unterschied sein, denke ich mal. Und Spielerdebüts Jimenez und Roman Bürki von dem VfB Stuttgart. Alles klar, Raul. Raul. Achso, Jimenez, okay. Tyton im Tor, Aogo links, Nastasic und Ayhan in der Innenverteidigung rechts, Saicedo, Geis mit. Ich habe keine Ahnung. Mit Bender vielleicht? Sven Bender? Weil da ist ein S und ein R, keine Ahnung. Clemens links, rechts Hermann im Sturm, dann in Di Santo zusammen mit Jimenez und bei dem. Ach, warte, das können wir ja anders nachgucken. So. Dann schauen wir halt hier nach. So. Okay. Hübner, okay. Sascha Hübner. Alles klar, ein Spieler, der mir gar nichts sagt. Und wir gehen direkt mal auf Offensiv. Hübner wäre jetzt aber auch als erstes am Ball gewesen. Ja gut, hätten wir gar nicht nachgucken müssen. So, egal. So. Geis mit dem Ball auf Clemens. Geis ja auch ein Spieler, den wir uns holen wollten. Auch schon eher so ein eher Knaller gewesen, auf den ihr alle gewartet habt, so gesehen. Und dann komme ich da mit Manquillo. Ja gut. Warum auch nicht? So, aber ich habe halt einfach so ein bisschen mal daran gedacht, so wie ist denn der realistische VfB Stuttgart und der realistische VfB Stuttgart, der macht halt sowas. Der macht sowas. Da denkt man an den Knaller und dann kommt ein 30-Jähriger für 18 Millionen. Ja, gut. Warum auch nicht? Ja, aber ich sag mal so, ich finde halt wirklich, wir haben groß halt wirklich schon eine starke Truppe. Und da jetzt irgendwie einen wirklichen Spieler kaufen, der ein wirklicher Knaller ist. Ich meine, wir haben uns jetzt eher auf drei Positionen nochmal verstärkt, auf denen es notwendig war. Auf dem linken brauchten wir auf jeden Fall noch einen. Ja, also in der linken Verteidigung. Im Tor brauchen wir natürlich auch noch einen Ersatz. Da können wir ja nicht nur alle Spiele mit Butland machen. Stellt euch mal vor, da verletzt sich einer. Und da verletzt sich der Butland. Dann haben wir ja überhaupt keinen mehr. Und ja, zentral. Nur mit Junosovic, Gaudino und Kimmich sind auch nicht gerade viele. Klar können wir noch ZOMs dazu packen, aber ich hätte lieber doch schon so ein ZM, so ein Sechser. Dadurch, dass uns zwei verlassen haben, sollte man zumindest einen einzigen kaufen. Letztes Jahr waren es schon ein paar mehr. Jetzt sind es eigentlich meiner Meinung nach perfekt von der Anzahl her. So, da können wir nämlich auch einfach einmal vollkommen durchrotieren. Wir hätten jetzt auch anstatt Manquillo zum Beispiel einen Junosovic mitspielen lassen können. Dann hätten wir direkt auf beiden Positionen gewechselt. Und das ohne Probleme. Und genau das sind die Gründe, weshalb ich diese Spieler gekauft habe. Damit ich das einfach mal begründe. Bürki natürlich schon ein bisschen teuer, aber er ist halt ein direkter Konkurrent. Und der hat jetzt auch nicht unbedingt den niedrigsten Marktwert. Der ist jetzt 5 Millionen mehr, als er eigentlich wert ist. Und es war ein Stammspieler bei Dortmund und von daher, ja gut, haben wir halt auch so ein bisschen Dortmund mit ihm geschwächt. Trotzdem gewinnt es das erste Spiel 2 zu 0. Haben sich davon wahrscheinlich einen viel besseren gekauft. So, dachten sich so, ey, wie sind die Stuttgarter blöd? Was geben die uns denn noch so viel für den? Und Kiefner macht erstmal das 1 zu 0. Wow, direkt mal die Hymne zu hören hier. Die Torhymne und das Herz von Kiefner in die Kamera. Aber ich sag gleichzeitig auch so, ja, viel Geld. Aber ich wollte halt einen Spieler, der wirklich auch so wie jetzt
mit Butlens nicht abwechseln kann und nicht so einen, wie wir letztes Jahr hatten mit Quell Martin. Hätten wir den jetzt natürlich relativ günstig bekommen, hätte man da sagen können, wow! Aber einen Frey Martin, der da wirklich, den mussten wir ja noch in Fangsicherheit und so weiter trainieren, der hätte bei uns noch lange nicht auf die Dings, also wir hätten ihn ja bekommen können, aber er wollte ja wieder Stammspieler haben und jetzt haben wir, glaube ich, keine Angaben hier bei Bürki und dadurch ist das schon eigentlich ein Vorteil. So, Gaudino auf Sané, Sané auf Martial, Martial mit dem Ball, täuscht den Ball einmal an, Martial, Martial. Ah, das gibt's nicht. Nastasic und Tyton hält den Ball. Alles klar. So, Tyton. Mit dem Ball auf Rojo. Sehr schön. Rojo mit dem Ball auf Rüdiger. Rüdiger auf Manquello. Jetzt Grenier und Grenier. Mit dem Ball weiter auf Leroy Sané. Und Leroy Sané kriegt hier sogar den Ball. Zieht los. Legt den Ball dann. Ah, nicht weg. Okay, schade. Di Santo. Di Santo, Gaudino kriegt den Ball nicht gegen Di Santo. Grätscher aber weiter erstmal. Noch ein bisschen in die Offensive rein. Und macht das am Ende auch gut. Trotzdem kommt Raul Jimenez am Ball. Und dann steht es 1-1. Bürki chancenlos hier. Alles klar. So. Sané. Bleibt da liegen, verletzt. Okay. Hoffentlich nichts Schlimmes. Rojo mit dem Ball auf Rüdiger. Anscheinend nichts Schlimmes, sonst wird er ja jetzt da ja irgendwo am Seitenhaus sein. Und stattdessen spielt er da ja schon wieder. Da ist er schon. Ja, also Schauspielern kann er wohl auch schon ganz gut. Und jetzt erstmal Aogo auf Clemens, Geis, Hübner und wieder Geis, Aogo und Nastasic. Alles klar, die spielen sich ja hier richtig in einem Rausch gerade. Und Geis. Oh Gott. Wie offen stehen wir denn da? Raul gegen Rojo. Rojo kriegt den Ball da gegen Raul. Und dann war das ein Foul. Was? Und dann gibt es die gelbe Karte hier für Rojo. Und ich kann das nicht verstehen. Jetzt in dem Moment, da muss ich echt sagen, das war doch eher eigentlich echt schon Ball gespielt. Und Bürki hier wieder relativ geschlagen schon fast. Ball kommt zum Glück an die Latte. So, Nastasic. Saisara, Ayhan, Saisara und Bernard. Bernard mit dem Ball auf Martial. Martial weiter mit dem Ball auf Grenier. Grenier auf Sané und Leroy Sané macht das Tor gegen seinen alten Verein. 2-1 für die Stuttgarter hier. Perfekt. Und das noch vor der Halbzeit. Das war wichtig, dass wir das noch vor der Halbzeit machen. Hier richtig schön ein Spieler nach dem nächsten hier einfach bespielt und dann ist der Ball in der 45. Minute im Tor gegen Leroy Sané. Macht hier den Ausgleich von Schalke erstmal wieder egal. So. Hübner mit dem Ball auf Hermann. Hermann, Saisara, Hübner. Wieder Hermann, wieder Hübner. Jetzt schon Geis und dann war es das erstmal mit der ersten Halbzeit. 2-1 gehen wir in die Halbzeit. Und Bayern 0-0 gegen Augsburg noch. Okay. Erstmal lassen wir hier noch so weiterspielen. Uchida kam, glaube ich, rein jetzt. Ich habe es leider weggeskippt. Wird wahrscheinlich da unten da oben nochmal angezeigt. Hoffe ich zumindest. So, Manquello. Und ja, Uchida für Aogo und Werner mit dem Ball auf Manquello. Manquello. Ah, ja, ja, das gibt es nicht. So, jetzt erstmal Bernard gegen Hermann. Mal stehen. Wer hat hier die besten Reserven? Hermann eindeutig. Und dann Raul, Gaudino, Di Santo, Frey, Gaudino, Grenier und der Ball auf Leroy Sané. Und Leroy Sané läuft wieder. Leroy Sané, der zeigt hier seiner ehemaligen Mannschaft, was die verloren haben. Legt den Ball dann auf Martial, aber Tyton dazwischen. Schade, okay, Hermann. Hermann gegen Bernard wieder. Bernard ja sehr offensiv. Das gefällt mir ja so an dem. So, und Kischner vielleicht ja jetzt hier mit dem Ball. Ja, aber leider im Aus. Okay, Saisara. Kischner wieder mit dem Ball ins Aus. Alles klar. Hermann. Saisara und jetzt Hübner. Und der Ball wieder im Aus. Also jetzt gerade ist das eher eine Einwurfpartie. Und Manquello mit dem Ball auf Kischner. Und Kischner mal nicht mit dem Ball ins Aus. Sehr schön. So, Kischner. Oh, behält er den Ball sogar. Aber dann ist Ayhan doch da. Und jetzt, was ist das? Was ist das denn mit Di Santo, Mann? Der kriegt ja den Ball und dann
klatscht ja lieber da noch seinem Eihahn dazu. So, ja, das hast du super gemacht. Das hast du super gemacht. Dafür habe ich zwar jetzt den Ball verpasst, aber hast du super gemacht. Mensch, das gibt nach dem Training, nach dem Spiel einen Keks. So, Martial. Gaudino. Wieder Martial. Martial mit dem Ball auf Leroy Sané, der schon im Abseits war. Schade. Okay. So. Uchida mit dem Ball. Wohin damit? Einfach weg. Die Santo kriegt den Ball sogar, legt den Ball auf Clemens und Clemens, Rojo da und dann gibt's die Ecke. Okay, 60. Minute bisher. Alles relativ ausgeglichen, muss man schon sagen. Also das Spiel, ich würde jetzt mich auf nichts hier irgendwie festsetzen. Ich würde mich nicht festfahren, dass wir dieses Spiel hier jetzt gewonnen haben. Und Hermann mit dem Ball auf Caesara, Hermann wieder. Und dann sind wir hier doch schon relativ gut in der Defensive gerade. Manquello, Caesara. Und dann ist der Ball im Tor, aber auch dank einem Freistoß erst. So, und Bürki mit dem Ball auf Rüdiger. Rüdiger mit dem Ball auf Bernard. Bernard auf Manquello. Manquello auf Kishna. Kishna auf Manquello. Manquello auf Martial. Und Caesara, Nastasic, Uchida. Und... na, mal sehen. Kriegen wir hier irgendwie den Ball? Gerade nicht. Caesara mit dem Ball auf Hermann. Hübner. Jetzt vielleicht mal Bernard gegen Raúl. Auch nicht. Jiménez bleibt am Ball. Und dann ist hier Rüdiger. Sehr schön. Rüdiger auf Manquello. Manquello mit dem Ball weiter auf Gaudino. Gaudino mit dem Ball. Martial. Und jetzt Leroy Sané. Leroy Sané mit dem Ball weiter auf Frey. Frey mit dem Ball auf Gaudino, dann ist der Ball erstmal bei Geis, Hübner, Manquello wieder dazwischen und Grinja. Und deswegen, ich finde jetzt schon, in diesem Spiel alleine zeigt Manquello, warum wir ihn verpflichtet haben. Guckt euch das an, der hat eine Übersicht, das ist ein Biest. Also, ich finde jetzt wirklich, den kann man jetzt schon, what the fuck, wow, alles klar. Oh Gott, Manquello wieder am Ball. Hermann, Manquello, Grenier und dann gibt es den Freischuss jetzt hier für Schalke. Und was war das denn gerade für ein Fehler hier? Aber egal, Grenier geht raus, die Davi kommt. Bakambu kommt auch mal und Bakali. Ja, das sind so die drei Wechsel, die ich heute tätigen würde. Leroy Sané darf auch mal gehen, 15 Minuten vor Schluss. Sollte das ja jetzt nicht mehr die allzu großen Veränderungen geben. Allzu groß sollten diese Probleme jetzt hier mit nicht mehr sein. Bürki mit dem Ball. Auf die Davi, Goretzka, die Santo, Eihan und Nastasic. Ah, Clemens. Hermann. Oh, Rocco. Manquello legt den Ball mit seiner Ruhe gut auf Bakali. Bakali dann aber schon nicht mehr so gut. So, Bakali mit dem Ball auf Gaudino. Gaudino weiter auf Kishna. Und Kishna mit dem Ball auf Bernard. Bernard mit dem Ball auf Kishna nochmal, sehr schön. Und Kishna sieht da Bakambu laufen. Bakambu läuft und verliert dann den Ball. Alles klar, Goretzka, Clemens, Caesara. Na, Nastasic, Manquello dazwischen. Oh, das hat zumindest nochmal Zeit gebracht hier. Sehr schön, das ist Zeit, die dem Schalke 04 am Ende für einen Angriff fehlen könnten. Und Caesara, oh Gott, Clemens, kommt hier nochmal richtig gut durch. Uchida. Und dann ist der Ball im Aus und es gibt den Abstoß. Oh Gott, okay, das war jetzt nochmal echt sehr knapp. Und Manquello hat das da aber echt gut gemacht eigentlich mit diesem, mit der Grätsche. Bakali hier gegen den Kopfball chancenlos. Di Santo gegen Frey, Uchida, Clemens. Und dann ist der Ball auf Rüdiger. Rüdiger legt den Ball auf Geis. Und dann ist hier Geist im Abseits gewesen. Oder keine Ahnung was. So. Okay, Frey. Auf Gaudino. Gaudino verliert den Ball gegen Clemens. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier jetzt gerade los? Jetzt gerade verlieren wir einen Ball nach dem nächsten. Geist. Caesara. Und dabei geht auf Uchida. Von da aus zu Rocco. Und Rocco mit dem Ball nochmal auf Bakali. Bakali. Gaudino. Ball auf. Die Davi. Die Davi legt den Ball einfach nach vorne. Falls Bakali da an den Ball kommt. Bakali kommt sogar an den Ball. Und Bakali legt den Ball jetzt einfach nochmal zu Bakambu. Und Bakambu wird da gelegt. Und das ist kein Foul. Aber das ist auch das Spiel, was zu Ende ist. Oh Gott. Oh.
Ein Schuss aufs Tor und damit zwei Schüsse, zwei Tore gemacht. Alles klar. Oh Gott, okay, das Spiel war auch schon sehr knapp für uns, Augsburg gegen Bayern, aber auch schon 1:1. Also, nicht gerade viele Vereine sind hier wirklich so glanzvoll in die Saison gestartet. Grenier hier, ja, Transferangebot. Ah, sagen wir mal 37 Millionen. Dann könnte man vielleicht mal darüber reden. Immer eine Zehner mehr als das, was geboten wurde. So, ist so meine Devise ungefähr. So, bringt auch immer schön da ein bisschen EP, auch wenn es nur 10 sind, wenn man so ein Gegenangebot macht, wenn man sie eh nicht verkaufen möchte unbedingt. Sané, sehr verbessert sich, Broberg auch, Kischner auch in Schusskraft und Abschluss, sehr schön. Und dann gehen wir erstmal hier weiter. Und 38,5 würde uns hier Calcio geben. Die waren ja vorher bei auf jeden Fall weniger, auf 47 oder sowas, glaube ich. Wir machen nochmal 45. Also 45, dann ist es auf jeden Fall eurer. Könnt da überlegen. Da hat er auf jeden Fall jetzt auch nochmal wieder gezeigt, ne, was seine Leistung ist. Und Rüdiger ist ein Spieler, den wir auf keinen Fall abgeben möchten. Das soll unser Kapitän jetzt werden und da geben wir den auf jeden Fall nicht ab. So, 33 Millionen für Grenier. Das ist jetzt natürlich die Frage. Machen wir das? Oder bleiben wir wirklich fix bei diesen 37? Ich würde sagen, wir kommen ein bisschen entgegen. Wir machen 35. 35 für Grenier wäre auch noch okay. Dann spielt halt die Davi und Maxim darf dann auch wieder öfter spielen. Ist auf jeden Fall was Gutes. Kischner 45 Millionen. Oh Gott, so viel ist Kischner auf keinen Fall wert. Oh Gott. Oh, sie konnten sich mit dem Gehalt nicht einigen. Das gibt es doch nicht. Ah, schade. Dann kriegen wir 25 Millionen. Auch hier machen wir wieder 35. Dann könnte das was werden. So. Die hängen weiter bei ihren 33, aber wir sagen 35 weiterhin. So, okay Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda. Und vergesst nicht, vielleicht, wenn wir Grenier verkaufen, können wir uns natürlich auch noch einen Hammer holen.